Man kann das Gipfelkreuz zeigen, hoffentlich auch auf der Kamera. Das werden wir ausprobieren zumindest einmal. Ich bin flatt dabei und das da hinten ist Hulbu. Da wird im Sommer nach dem Regen auch im Tutel angefühlt. Ja, so ein Schlussanstieg hat es gefallen, oder? Hallo und Grüße von der Ebenwaldhöhe bzw. dem Parkplatz auf der Ebenwaldhöhe. Ich bin flatt dabei und das da hinten ist Hulbu. Na, das ist natürlich der bekannte Wandergefährte Asrael und mit dem machen wir uns heute auf den Weg auf den Hochstaff. Ja, Hochstaff, das ist ein nicht markiertes Wanderziel. Das ist da vorne dieser kleine Buckel, das ist gerade so eine tolle Unternehmung für so eine Nachmittagstour, also eine kleine. Wäre natürlich eine viel tollere Unternehmung, wenn es nicht ein bisschen bissen tat. Ne? Weil wir haben nicht Sonne und Regen gleichzeitig. Ja, das ist sehr günstig, ne? Also da oben Sonne und da leider rund um uns Regen. Richtung Hochstaff kein markierter Wanderweg. Genau da, wo man das Schild hat, geht nämlich auch der Weg in Richtung Hochstaff hinein. Da kann man jetzt aufsteigen über diese Almfläche und dann durch den Wald auf gibt es auch tatsächlich einen Steig. Ich würde den aber auf einen Abstieg empfehlen. Das heißt also, ich würde den Berg umrunden, okay, und würde den von der hinteren Seite begehen. Man kann das Gipfelkreuz zeigen, hoffentlich auch auf der Kamera. Das werden wir ausprobieren zumindest einmal. Da ziehen jetzt die Wolken einmal um, aber da werden wir dann bald oben sitzen auf dem Gipfelkreuz. Ja, zu dieser Jahreszeit haben wir beim Regen keine Probleme, an Wasser zu kommen und wir kommen außerdem an Aussicht da drüben. Da sieht man ins Wiesenbachtal hinaus. Ja, da drüber geht es eine Kur. So, wir sind da im Gebiet der kleinen Zeller hinter allem und damit gibt es da auch Kühe. Und da vorne sieht man schon, wie sich die Reisalpe erhebt vor uns. Die lassen wir aber rechts liegen, weil wir werden nämlich da jetzt den Weg folgen und nach links abzweigen, damit wir unseren Anstieg auf den Hochstaff beginnen können. Und der Wegweiser, er sagt ganz klein, Zell in 2 Stunden. Da auf, ja. Da hinauf. Da ist jetzt also ein wunderschöner Almsteig. Da werden wir jetzt den paar wieder senken. Ja. Mit der Flade auch. Der Meister willst jetzt mehr oder weniger einen Wettlauf mit den Felsen nicht liefern. Die Plattentektonik überlisten. Ja, jetzt beginnt die Wanderung eigentlich erst so richtig, oder? Da drüben war die Kleinzeller hinter, ah, und da oben ist die Reise. Also zum Beweis, dass da tatsächlich wohin geht, ist so was Ähnliches wie ein Stormandel da. Auch da vorne hat man uns dankenswerterweise den Griff auf den Elektrozaun erspart. Asrael hat neue Energie gebraucht. Ja. Aber da kannst du dann eben greifen. Auf dem Wiesel geht es ordentlich zur Sache. Da ist es richtig steil. Da ist aber dann wieder bald beim Waldrand. Und wenn man dann am Rücken ist, wird es ein bisschen moderater. Ja, da sieht man ganz eindrucksvoll, wie der Käfer gearbeitet hat. Schon. So, da ist ein kleines Almgatterl erreicht. Und damit wird der Anstieg ein wenig moderater. Ein geheimnisvoller Mechanismus. Aha, doch nur einfache Riegel. Bitte Gatter schließen. Mhm. Da haben wir wieder ein schönes Stormandel, das den Abstieg kennzeichnet. Weil sonst hätten wir ja da glatt auf der Vorstraße nochmal umkoffern müssen. Der Genuss der Vorstraße wird nur kurz. Weil da können wir nämlich erneut abzweigen. Weil sie so abgebaggert haben wie die Bösen, muss man da durchaus aufpassen, was da los ist. Vor allem dann im Abstieg, wenn das irgendjemand als Route wählt. Also das darf sich da schon auszahlen. Da im Anstieg hat man jetzt schon mal einen schönen Blick. Da hinten zum Beispiel
Da sieht man steil auffallend die Berggestalt des Gipfel. Ja, warum ist der Weg nicht markiert, hat mir Israel gerade gefragt. Der ist eh markiert, sind überall Stormwandern. Ja schau, und noch ein Riesenstein, Mann. Da haben sie alle Steine von der ganzen Wiesn zusammengesammelt und da auf diesen Haufen gelegt. Und dann wieder ein bisschen an Nebel vorbei. Ja. Ist doch cool, oder? Ist nicht heiß. Ja, was sagt man zu so einem Wiesel? Hm? Das ist schon nett da. Da wird im Sommer nach dem Regen ein Almdudel angefüllt. Ich glaube, die Gerüchte über die Entstehung dieses Getränks, die kann ich nicht bestätigen. Das ist ein wunderbarer Almboden und total ruhig. Also plötzlich die ganzen Massen, die sich da in Richtung der Reisalm und der kleinen Zeller hinter allem wälzen, die sind da alle vergessen. Weil es führt ja kein markierter Wanderweg auf dem Hochstaff, wie wir schon wissen. Und demzufolge kommen dann einmal die Leute hin, die das wissen, dass man da raufgehen kann. Und die auch ein bisschen Ahnung haben, dass es da durchaus eine schöne Gegend gibt. Jubel brandet auf, weil es wird nämlich wieder steiler, gell? Ja, der Überhang stellt jetzt für große Herausforderungen, gell? Nach diesem Steilaufschwung da, auf dieser Stufe, da bist du nämlich einmal da hinten runterfallen müssen. Ja, herumziehen in den Nebel, gell? Da hinten wird jetzt zum ersten Mal tatsächlich die Anhöhe sichtbar, die wir da heute noch erklimmen werden. Man muss schon dazu sagen, der Weg ist natürlich abschnittsweise ein bisschen steiler und mühsamer. Jetzt für einen Einsteiger, Wiedereinsteiger oder auch einen Schwersteiger. Das hast du gesagt, das hab nicht ich gesagt. Es gibt aber immer wieder zwischendrin ein paar Passagen, um sich zu erholen. Wie zum Beispiel dieses nette Wiesel da, oder? Ja, die flachen Passagen werden noch äußerst kurz. Es folgt da immer wieder jetzt ziemlich genau dem Gradverlauf. Ja, vor dem letzten Gipfelsturm ist da eine schöne Gelegenheit, ein bisschen auszumachen. Weit ist es nicht mehr, aber es ist natürlich noch ein Stück, das nützt halt nichts. Da siehst du jetzt auch ein Charakteristikum auf dem Hochstaff und das ist da bis auf, schau, wächst Buchenwald. Ja. Der wird immer kürzer und immer kleiner, weil da nämlich über diesen Bergkamm drüber der Wind fegt. Und damit ist die Waldgrenze sozusagen genau dort, wo der Gipfelkamm im Wind abhält. Ne? So, vom einladenden Rastplatz her. Auf den einladenden Schlussanstieg zum Gipfel. Ja, so ein Schlussanstieg ist was ich gefallen, oder? Und außerdem hat da der Felsen entsprechende Stufen. Da auf dem wunderschönen Wiesel wird auch zum ersten Mal wieder das Gipfelkreuz sichtbar. Und man merkt, der Wald reicht von der Südseite her wirklich fast bis ganz am Gipfel. Ja, da haben wir einen schönen Tiefblick zur Gänzeller Hinteralm und hinüber. In Richtung Reisalm. In einer herrlichen Umgebung mit Gras und Blumen. Auf der anderen Seite drängt der Wald herauf. Und zwar nordseitig der Fichtenwald. Da vorne ist das Gipfelkreuz. Na gut, von dem Gipfel aus erschließt sich uns ein nicht ganz so umfangreiches Panorama, wie wir uns da vielleicht verdient hätten. Man sieht immerhin die Ebenwaldhöhe. Allerdings da hinaus, so in Richtung der niedrigeren Voralpengipfel, da sieht man gar nichts mehr in Richtung St. Pölten, da ist leider alles aus. Da drüben, die Reisalm hätten wir. Gipfel und Gölder sind erkennbar, ja. Gipfelaufbau ist durchaus felsig. Da zahlt sich schon aus. Sagst, wer hätte diese Art von Gipfelerlebnis gedacht? Ja, da.
Würde man nicht vermuten, oder? Das schaut gar nicht so hoch aus. Das ist ja gar nicht so hoch, das ist ja der Witz. Das ist überhaupt nicht so hoch. Da drüben die Reisalpe ist ziemlich genau um 90 Meter höher. Also Abstieg vom Hochstaff 1305, glaube ich. Yep. Ja. In Richtung des Kamms folgend da hinüber, allerdings vorher noch ein Cache. Ein Cache, ja. Gut, dann Cache. Ja, und so ein Tag auf heute Abschied richtig schwer. Überhaupt dann noch auf dem Kamm. Aussichtsreich ist es noch geworden. Der Nebel hat sich verzogen. Haben wir gut gemacht, gell? Gut ausgesucht. Perfektes Wetter. Ja. Und da ist halt jetzt dieses Charakteristikum mit dem Buchenwald, der da ganz herantritt. Aha. Ah, das ist schon lustig, gell? Also da hat man wirklich nur den Kamm frei. Und da ist halt die erste Buche. Oh, kramponiert, da muss man der Blitz eingeschlagen haben oder irgendwas, aber sie bemüht sich noch redlich. Ja, und der Vierer, das lässt man sich natürlich gefallen, ne? Ja, da bevor wir dieses Gipfelplateau verlassen, überraschend felsig, gibt es da zum Teil noch einen Grat runter, gell? Mhm. Es gibt da Gämsen hier oben, habe ich vorher kurz erwähnt gehabt. Ja, für uns, da im Abstieg, steil wieder in den Wald hinein. Genau, aufpassen, dass die nicht auf die Go haut. Könnte glatt sein. Also ich würde ja vermuten, dass man nicht da direkt über den Kamm runtergehen wollen, sondern gleich da direkt. Schaut man sehr ausgetreten aus, oder? Dabei ist da der deutlich angenehmere Steig. Also wer noch Zweifel über die Routenwahl im Abstieg gehabt hat, die ist da hinter mir direkt, ist der Abstieg, den man gehabt hätte, wenn man dem Gradverlauf noch gefolgt wäre. Ich glaube, da haben das wir. Ein bisschen besser erwischt. Asrael, da stehst du nicht. Ja, seit einigen Jahren gibt es da größere Schneisen. Die war früher noch nicht da. Das heißt also, da ist inzwischen der Aufstieg auch ein bisschen freier. Ursprünglich ist da fast nur durch den Wald gegangen. Überraschend viel Gegend. Ja, was hat man da in der Gegend? Heinfelder Kirchenberg hat man da. Dann hat man da hervoren den hohen Berg, dann hat man da drüben den Unterberg, dann hat man da den Kirchwaldberg, das Kinek, den Rheingupf und da hinten dann hat man das Hocheck. Also eigentlich alles da, was man braucht, oder? Ja, elegant. Das Brehl von Richtung ist glaube ich weniger elegant. Früher hat es die Vorstraße nämlich auch nicht gegeben, die ist auch noch relativ neu, also im Sinne von noch keine 20 Jahre alt, glaube ich. Der Fortschritt macht auch vor dem Hochstaff nicht halt. Ja, wir sind jetzt am Rand der Wiese und bleiben jetzt auch immer im Wald für noch ungefähr 100 Höhenmeter und dann sind wir eigentlich schon wieder auf den Alpenwieseln, die wir gesehen haben. Ja, im Rahmen der forstlichen Erschließungsmaßnahmen ist der Wald deutlich gelichtet worden.
Und wir haben einen Vorstraßenübergang zu bewältigen. Stone Man, der da diesen weiteren Pfad indiziert. Ja, was denn, der Weg ist ja nicht markiert. Ja. Es ist also ganz wichtig, diese Steinmänner stellen keine Markierungen dar, gell, dass das ja nicht verwechselt. Also forstliche Erschließungsmaßnahmen. Offensichtlich hat man da nicht den Straßenbau gemacht, sondern hat da dementsprechend da ein bisschen aufgeräumt. Da ist auch ziemlich gehütet worden. Hm? Und finster in den Fichtenforst arg gelichtet. Also da im Abstieg, Benesse, ein bisschen zum Aufpassen. Es ist erdig, wurzelig und steinig. So in einer zum Teil ein bisschen unguten Kombi. Ist zum Glück kein Absturzgelände, aber da ist zum Aufpassen. Da muss ja jeder Tritt sitzen, sonst sitzt es am Popo und rodelt ab. Mit dieser Passage da ist aber das Ärgste auch schon wieder vorbei. Ja, da hat sich inzwischen der Charakter des Waldes ein bisschen geändert. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr finsteren Fichtenforst, sondern auch wieder ein bisschen einen Buchenbestand. Und wir sägen schon hin auf das kleine Almwiesel, das wir direkt beim Parkplatz gehabt haben. So, jetzt können wir drüber. Aye. Aye, ja. Ach, da. Mit zeitloser Eleganz. Aber der kleine Trampelpfad sichtbar ist, gehen wir jetzt hinunter auf die Wiese. Ja, Almwiesel, ne? Mit weiterhin gut sichtbaren Trampelpfad. Wandelnder Flurschaden. Ja, wer also den Hochstaff von der Seite aus angehen will, der sollte sich zu Herzen nehmen, dass er sich da eher dann hinter mir gesehen weiter auf der linken Seite halten muss. Weil sonst steht er nämlich ziemlich steil am Waldrand und kommt da nicht wirklich sinnvoll weiter. Es ist nicht viel. Ich habe gesagt maximal 5 Kilometer, oder? Ja. Aber bitte auch wieder 5 Kilometer machen. Ja, es ist halt ein bisschen ein Höhenunterschied dabei. Was sagst du zu der Tour? Hä? Ja. Ja? Also, ist sehr... Sehr tourig, oder? Ja. Ich habe es sehr fordernd gefunden. Also ein Wiedereinstieg nach 6, 7, 8 Monaten nichts tun wegen Verletzungsgefahr. War es schon sehr fordernd. Aber grundsätzlich sehr leibend und oben auch sehr schön. Sehr schön, gell? Sehr alpin, unerwartet eigentlich, wenn man da so durch diese Kirchen und Bäcker geht. Alles Parkplatz, Vorstraße, da würde man nicht vermuten, dass man von so einem Gipfel kommt. Ne? Ja. Ja, ideale Nachmittags- oder sogar zum Teil Abendunternehmung im Hochsommer, so wie jetzt. Im Juni auch die optimale Jahreszeit, was zum Beispiel die Vegetation betrifft. Wunderschöne Alpenflora. Nicht viel los. Wer heute auf der Reisalm gewesen ist, der hat vermutlich den Bärsteppen gesehen. Ja, das heißt also, gute Wahl. Ich glaube, 5, 6 Leute haben wir getroffen. Ja? Nee, ich weiß nicht. Es war nicht mehr, genau. Also auf dem Gipfel waren irgendwie, glaube ich, 2 Pärchen und ein Einzelwanderer oder so. Das ist dann gewesen, ne? Ja. Ja, gut, also das war es jetzt von der Tour. Gibt nicht mehr viel zu sagen, außer ich bin platt dabei und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Kein markierter Wanderweg auf den Hochstaff führt. Richtung Hochstaff kein markierter Wanderweg. Es ist halt ein Berg, auf dem kein markierter Wanderweg führt. Keinen markierten Wanderweg auf den Hochstaff. Ist der nicht markierte Wanderweg auf den Hochstaff, ja? Dass es keinen markierten Wanderweg auf den Hochstaff gibt. Naja, was denn, der Weg ist ja nicht markiert. Ja. Jetzt musst du nicht davor rennen, oder? Ist das nicht schön? Aha. Toll, gell? Das ist richtig atemberaubend. Ja, Materie ist wieder mal leer erinnert. Gott sei Dank ist der Berg auch schon aus. Das heißt, wir können da wieder unseren Abstieg wagen. So, jetzt wollen wir da schauen, dass wir da einigermaßen authentisch wieder ins Bild wanken. Ja, in der Sonne gehen jetzt da. Bitte beachtet, gell? Richtung hoch auf kein markierter Wanderweg. Ganz wichtig. Also, das war es jetzt dann. Von der Tour gibt es nicht mehr zu sagen. Außer, jetzt lachen wir so deppert. Das ist schon wieder der Akku.